Ab 1929 wurde in Laa eine evangelische Gemeinde durch den damaligen Bezirksrichter Dr. Heinrich Liptak aufgebaut, der auch den Seelsorgedienst für die Gemeinde innehatte und sich als Ziel den Bau einer evangelischen Kirche gesetzt hatte. Durch emsiges Sparen und einen eigenen Kirchenbauverein konnte am 2. März 1936 der Spatenstich zum Bau der Kirche getätigt werden. Die Kirche wurde vor 80 Jahren errichtet. Federführend war damals der Dr. Liptak, der auch in Laa die Predigtstation gegründet hat. Und die Fenster wurden schon einmal getauscht vor meiner Zeit. Und es wurde vor 10 Jahren das Turmdach erneuert. In dem Bereich wurden auch einige Umbauten getätigt, auch vor meiner Zeit. Und es gibt laufend was zu tun. Wie oft finden hier Gottesdienste statt? Gottesdienste finden bei uns immer um 9.30 Uhr alle 2 Wochen statt. Auch am Karfreitag ist der Gottesdienst oder auch am Reformationstag, welche die 2 größten Feiertage von der evangelischen Gemeinde sind. Wie groß ist das Einzugsgebiet für die Laa Christuskirche? Das ist sehr weitläufig, also nicht nur in Laa selber über 100 Evangelische und bis ins Pulkertal hinauf sind es über 200. Und mit Misselbach gemeinsam, die Misselbacher Gemeinde, also Tochter- und Muttergemeinde, hat fast 900 Gläubige. Da gibt es natürlich auch verschiedene andere Aktivitäten, die noch durchgeführt werden. Ja, mit den Kindern machen wir jährlich eine Dschungelwanderung entlang des Mühlbaches. Wir machen einmal im Jahr einen Gemeindeausflug. Heuer führt uns nach Nasswald in die evangelische Gemeinde. Es gibt jährlich ein Grillfest und sonst noch Aktivitäten. Arno Hausensteiner vertritt als Kurator die evangelische Gemeinde Laa nach außen und informiert gerne über diese Gemeinschaft. Die evangelische Gemeinde Laa an der Theia gibt es seit 1940 eingetragen. Sie war früher Muttergemeinde und ist seit 1976 Tochtergemeinde von Misselbach. Seit 2011 haben wir einen neuen Pfarrer in Pfarrermagister Hans Spiegel und seit 2011 bin auch ich Kurator hier in Laa an der Theia und der Altkurator, der Karl Bloski, der war mein Vorgänger und der hat sehr viel geleistet für unsere Pfarre. Was gehört jetzt alles zu eurem Gelände hier dazu? Was ist alles hier bei euch untergebracht? Bei uns hier in der Pfarre ist die Kirche, die Garage und das Pfarrhaus und im Garten haben wir noch eine schöne Laube, wo das Fest am 11. September stattfinden wird. Im Pfarrhaus an sich sind ja auch 2 Wohnungen untergebracht. Wir haben 2 Mieter, Gott sei Dank. Wir haben einen Pfarrsaal, eine Kanzlei und eine Küche. Wie gesagt, am 11. September wird hier ein großes Fest veranstaltet, anlässlich 80 Jahre Christuskirche. Wie wird dieses Fest ablaufen? Es gibt einen Festgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche. Es sind alle recht herzlich eingeladen, nicht nur evangelische, auch katholische Schwestern und Brüder. Wir sind eine gute Ökumene in Laa, es funktioniert alles einwandfrei und ich würde mich freuen über zahlreiche Besucher.